Oh, bist jetzt endlich fertig. Bist du da? Jetzt bist du plötzlich weg. Hä? Jetzt? Jetzt bin ich da. Hast du jetzt was gedruckt? Ja, ja. Ich hab nichts gemacht, plötzlich macht's Piep und du bist weg. Ach, vielleicht sind wir jetzt genau in so einer Stand-by-Zeit gewesen, wo das aussteigt, keine Ahnung. Als ich es anzog, warst du da. Ja. Das ist verrückt, manchmal, du, da kennt die auf der Sau davon. Ich glaub nicht schlau aus dem Zeug, ey. Du. Ich und schlau in einem Satz. Du bist halt ein Witziger. Genau. Ich, schlau. Nicht, ja, das ist ja alles andere. So, frisch getestet, frisch getestet. Mein Gott, geht's los jetzt. Tschüss! Der Pamir-Jockel. Heute war in Ordnung. Ist ja auch ein Motorradfahrer, mit dem haben wir uns gerade gut unterhalten. Ja. So, Dele. Und damit, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf Gradmeter 24. Euer Fritze und euer Nobbe mit einem weiteren Motovlog. Und heute geht's nämlich in eine Schweiz. Der Nobbe und ich fahren in die Schweiz. Aber in welche Schweiz fahren wir, Nobbe? Das sag ich nicht. Das sag ich nicht, das ist ein Geheimnis. Auf jeden Fall in eine, wo wir vorher noch nie waren. Okay, ja. Sächsische und Fränkische haben wir schon hinter uns und jetzt kommt eine andere Schweiz, aber halt nicht die, wo wir ursprünglich hin wollten, zum Mats von Tendere und Hur, oder? Ah, so ein Restaurant, na klar, oder? Das hat irgendwie nicht geklappt dieses Jahr. Ja, echt schade eigentlich, gell? Ja. Ja. Schade, aber es ist halt so. Er musste uns wieder ausladen. Und dann haben wir gesagt, Weißreck. Ja, du hättest vielleicht früher sagen sollen, dass ich auch mitkomme. Ach so, meinst du, hat er gesagt, ja, dann komm jetzt. Ja, da irgendwie haben wir jetzt noch keine Zeit. Gut, also, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht von Lüneburg aus nach Norden und so viel Schweizen gibt es nördlich von Lüneburg nicht. Es geht in die holsteinische Schweiz und von dort weiter nach Angeln. Und dort werden wir noch einen weiteren Motovlogger treffen, aber so viel erstmal für den Moment. Wir wollen nicht alles verraten, ein bisschen Spannungsbogen aufrechterhalten. Wir waren jetzt jedenfalls kurz im Testzentrum hier in Lüneburg. Da musste ich mich testen lassen, damit wenn wir heute Abend irgendwo hingehen wollen, dort, damit ich ja einen Negativtest dabei habe, weil ich bin ja nach wie vor noch nicht geimpft. Im Gegensatz zum Nobel, der lässt sich ja alles geben. Ah, alles nein, was Spaß macht. Da fragt nicht lang. So, und jetzt, wie gesagt, jetzt sind wir hier gerade noch in Lüneburg und von dort aus unterwegs Richtung Norden, aus dem Städtele hinaus. So, und auf dem Weg wollen wir uns heute mal über ein spannendes Thema unterhalten. Es gibt nämlich Neuigkeiten, denn der Nobbe ist ja nicht mit dem Motorrad von Stuttgart gekommen nach Lüneburg, sondern, Nobbe, du bist mit dem Auto gekommen. Mit dem Auto, mit dem Vollstromer. So sieht es nämlich aus. Jawohl. Mit dem ID4, Anhänger hinter drin und das Motorrad hinten auf dem Anhänger drauf. Ja, das war die große Herausforderung für mich, mal zu testen, wie das alles funktioniert. Also ja. nicht, weil ich keine Lust hatte, mit dem Motorrad herzufahren. Ich bin ja eher der Anhängergegner, was Motorrad angeht. Aber ja, es ist immer ganz toll, wenn du es immer siehst, dass ich bis zur Destination fahre zum Pass mit dem Anhänger. Ja. Ich weiß, dass es einfach ist. Ich bin tatsächlich auch schon mal mit dem Anhänger und im Gundolf in die Pyrenäen gefahren. Ja. Aber gut, das zu einem anderen Zeitpunkt. Ja. Nee, ich hab gedacht, das muss ich mal ausprobieren. So. Vollstromer bis hoch zu dir sind immerhin, wie viel? 660, 670, sowas. Von Wange aus sind es sogar ein bisschen mehr. Also von Stammheim sind es immer 670 gewesen. Ja. Und das war für mich, hatte das Auto ja 2 Wochen davor bekommen.
Und ja, dann war das für mich eine ganz spannende Sache, mal den Anhänger zu packen, das Motorrad drauf zu packen und ja, die ganze Sache bis zu dir zu planen. So, und jetzt muss ich schön dazu sagen, dass wir das ganze Theater gestern gefilmt haben, oder ich habe es gefilmt. Also nicht nur deine Ankunft mit dem ganzen Geschiebe bei mir daheim, sondern vor allen Dingen, wir waren ja gestern in Bad Bevensen, haben es uns gestern mal wieder gut gehen lassen in der Soletherme. Und da hast du mich fahren lassen mit deinem neuen Auto. Und das habe ich alles gefilmt. Und ich blende euch hier immer mal wieder Ausschnitte daraus ein. Und ich muss sagen, ich war vollkommen begeistert, wie sich dieser ID.4 fahren lässt, weil ich habe es mir tatsächlich nicht so cool vorgestellt, mit dem Elektroauto zu fahren. Und jetzt habe ich diese Erfahrung eben auch schon mal hinter mir. Ich wollte eigentlich gern ein Video draus machen, das Problem ist nur, die Tonaufnahmen sind alle nichts geworden, die ich hier mit Anton hergestellt habe, also die Kamera, die ich hier am Helm habe. Und im Nachhinein ist mir auch klar geworden, warum das so ist. Anton ist ja ständig den Witterungsverhältnissen ausgesetzt. Und dementsprechend setzt sich hier vorne das kleine Mikrofon auch mit Dreck zu. Was dann dazu führt, dass das Mikrofon im Laufe der Zeit bei so einer außenliegenden Actioncam nicht mehr gescheit funktioniert. Also im Sinne von gar nicht. Also sind von diesen tollen Aufnahmen, die ich da gestern gemacht habe, von dem ganzen Tag, sind keine brauchbaren Tonaufnahmen drauf. Ich verwende ja diese Kamera hier ausschließlich mit dem externen Mikrofon, was sich im Helm innen drin befindet. Deswegen hatte ich das gar nicht auf dem Zettel, wenn ich die Kamera jetzt ohne externes Mikrofon verwende, dass dann vielleicht der Ton nichts werden könnte. Aber das ist eben jetzt so und jetzt muss ich irgendwie damit klarkommen. Ich versuche, dass ich einige dieser Szenen, die wir von gestern gemacht haben, dass ich die irgendwie einblende, sinnvollerweise. Und während wir jetzt darüber erzählen unterwegs, was es eigentlich bedeutet, mit einem Elektroauto zu fahren, was es bedeutet, einen Anhänger hinterm Elektroauto zu haben, wie das Fahren so ist und wie vor allen Dingen die Schwierigkeiten beim Laden sind. Erzähl mal. Ja, also ich muss erstmal dazu sagen, dass ich ein absoluter Neuling bin, was Anhänger angeht. Ich hab da schon arg Respekt davor gehabt, einen Anhänger ranzuhängen, das Motorrad drauf zu packen. Der Anhänger ist eigentlich gar kein Motorradanhänger, der hat also seitlich dann nur diese Flanken hoch. Das war alles ein bisschen tricky, die schwere Kiste da hochzubringen und ja, dass ich dann auch noch so weit fahre, hat ja eigentlich schon damit begonnen, dass ich rückwärts fahren musste bei mir im Hof. Okay, da habe ich gedacht, ja, das wird spaßig. Also vom Neuling mit Anhänger war das es, oder ist es immer noch, bin ja immer noch hier hoch und nicht zu Hause. Ja. Eine spannende Sache. Ja, der Grund war natürlich, dass ich das, wie Anfang schon erwähnt, ausprobieren wollte. Ja. Und natürlich wusste ich, dass du das Ding mal gerne ausprobieren möchtest. Ah ja, was soll's. Eigentlich ist gar nicht so schlecht, dass der Ton immer dabei war, weil du warst ja nur noch am Boah und Junge, und ist das super! Alter. Ja. Ist aber auch eine tolle Sache. Also das ist ein ganz anderes Fahren, wie ja. Man es gewohnt ist mit den Verbrennungsautos. Ja. Ja, in der Tat. Also was mir am meisten, oder was so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, ist dieses One-Pedal-Driving, wie man ja auf Neudeutsch sagt. Das ist so, wie soll ich das beschreiben, also dieser Wagen mit Elektromotor, der rollt nicht, sobald man vom Gas runtergeht. Also beim normalen Auto, bei meinem Diesel zum Beispiel, da geht schon vom Gas runter und das Auto rollt und die Drehzahl geht runter. Und bei dem ist es so, dass er in dem Moment, wo du auf dem Gaspedal, wobei das Wort Gaspedal ja auch schon wieder überholt ist, also du gehst jedenfalls vom Gaspedal weg und wie man weggeht vom Pedal, bremst das Auto auch wieder. Das heißt, du brauchst das Bremspedal gar nicht benutzen, das eigentliche Bremspedal, sondern es reicht vollkommen, wenn du am Gaspedal zurückgehst und dann bremst der Wagen so stark, bis er dann wieder stehen bleibt. So lange, bis man eben wieder drauf drückt auf das Pedal. Und dieses One-Pedal-Driving, das ist wirklich eine komplett neue Erfahrung für mich gewesen. Und das ist vor allen Dingen deswegen auch so luxuriöses und komfortables Fahren, weil du nicht mit dem Fuß ständig
die Pedale wechseln musst wie beim herkömmlichen Auto. Also in der Stadt jetzt, beim Abbiegen, beim Beschleunigen, Bremsen, Losfahren und so weiter, musst du ständig Gas, Bremse, bist ständig mit dem Fuß hin und her. Und das braucht man bei dem Auto nicht. Du brauchst einfach nur deinen Fuß auf dem Gaspedal lassen und bestimmst mit dem Gaspedal, ob beschleunigt wird, ob gerollt wird oder ob gebremst wird. Also super. Das hat mir wirklich komplett geflasht, weil das eine ganz neue Erfahrung ist. Das ist, da fühlt sich das Auto komplett neu an, ganz neu. Sowas, wie man es noch nie gehabt hat. Und das fand ich wirklich gut jetzt. Ja. Oh Junge, hau die ab da! Was ist mit meinem Moped los so? Das erste Mal seit 5000 Kilometern, dass Spatzel nicht mit hinten drauf sitzt dort. Alter Schwede, da, was ist mit dem Motorrad los plötzlich? Frei! Ich bin frei! Ich bin frei! Ja, das war jetzt unser gestriger Tag und jetzt haben wir uns für die heutige Tour Richtung, wo wollen wir denn überhaupt hin? Wir wollen jetzt erstmal zu Uwo, die möchten Uwo sehen. Genau, Zwischenziel haben wir uns erstmal Labö ausgesucht, gerade eben. Wir wollen mal geschwind das U-Boot angucken und das Marinedenkmal. Und bis dahin haben wir gesagt, wollen wir mal ein bisschen über Elektromobilität quatschen. Was unsere Erfahrungen sind, also meine nagelneuen Erfahrungen und deine, die aber auch noch nicht so alt sind. Weil wie lange hast du das Auto jetzt? 4 Wochen oder so? Nee, 2 Wochen. 2 Wochen. Und du warst aber schon in Kroatien damit, gell? Ja, ich hab's abgeholt und bin 2 Tage später nach Kroatien gefahren. So, das heißt also, du hast eine Reise nach Kroatien gemacht, ins Ausland. Und wie waren deine Erfahrungen da? Ja, das waren ja gemischte Gefühle. Ich dachte, okay, das ist ein Versuch für mich. Ich fahre runter und guck mal, wie es mit dem Laden ist. Ja. Und habe ein bisschen Bauchweh gehabt, gibt es überhaupt in Slowenien richtige Ladepunkte oder gar in Kroatien, dass es da passende Ladepunkte gibt. Aber ich muss sagen, die Zeit, die ich Pausen mache mit dem normalen Diesel oder mit dem Benzinmotor, das sind die gleichen, die ich zum Laden auch nehme. Also ich habe ungefähr 1,5 Stunden Pause gehabt, sowohl mit dem Verbrenner wie auch mit dem Elektrowagen. Ja. Und die Ladestationen sind top. Also das ist perfekt gelaufen, ey. Ja. Muss ich sagen. Ladestationen gibt es dann außerhalb von der Autobahn jede Menge. Vielleicht jetzt keine Supercharger mit 350 Kilowatt, was ja der ID.4 sowieso nicht packt. Ja. Der geht, glaube ich, müsste jetzt lügen, 120 oder 140 maximal. Wobei das ist ja, das geht ja, also du fahrst an diese Ladestation, steckst einen Stecker ein, RFID-Karte ran und dann fängt es an zu laden. Dann gehst du die normalen Dinge so, ein bisschen Toilette, ein bisschen Kaffee trinken, dann wieder zurück und das Ding ist voll. Ja. Ja. Also, das was da viele. Na gut, man muss natürlich sagen, es gab ja auch schon die Zeiten, wo du mit dem Auto nur 150 Kilometer gefahren bist. Das ist natürlich jetzt mit solchen Autos wie der ID.4 vorbei, da kannst du dann schon. Wie viele Kilometer habe ich da? So 350, wenn er voll ist, also bei 100%. Ja. Was du ja nicht machst, wenn du jetzt ladest auf der Raststätte oder so, da gehst du dann auf 80%. Ja. Weil tatsächlich die restlichen 20% auf 100% exorbitant lang dauern. Ja, ja, ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auf jeden Fall, ich sag mal, eine Stunde Pause machen würdest, dann ist das Ding auch bei 100% voll. Ja. Und also da habe ich, das ist für mich positiv. Das funktioniert richtig gut. Ja. Infrastruktur zum Reisen passt. Ja. Zumindest in das Land Kroatien. Italien wird bestimmt auch funktionieren, aber das sind dann Dinge, du kennst mich, ich rede ungern über Dinge, die man so erzählt. Ich bin gern jemand, wo es ausprobiert und sagt, passt. Genau. Und Kroatien passt für mich. Ja. Für mich passt hier der Norden, also quer durch Deutschland durch. Oder nicht quer, sondern der Länge nach. Und es sei denn, du kommst mich besuchen. Da haben wir ja schon das nächste Problem. Also unser Erlebnis gestern, wie uns zum Frühstück gestern eingefallen ist, du hast ja dein Auto gar nicht aufgeladen. Du hast ja bloß noch irgendwie 100 Kilometer Restreichweite gehabt. Dann haben wir gesagt, ja, bevor wir jetzt nach Bad Bevensen fahren, müssen wir eigentlich noch ein bisschen was draufladen. Jo. Und also guckt, wo ist hier bei uns im Ort, wo ist eine Ladesäule?
Und dann haben wir auch drei Stück gefunden. Dann haben wir gedacht, ja, ist ja kein Problem, da fahren wir jetzt hin und laden noch geschwind eine Stunde, tun wir ein bisschen was rein. Und das war unser Plan gestern. Dann sind wir also zur ersten Ladesäule. Das war die von dem Hotel. Das ist also eine öffentlich zugängliche Ladesäule auf dem Hotelparkplatz. Und dann haben wir ihn hingehängt, dein Karre. Und dann haben wir aber erstens mal festgestellt, das ist bloß eine 11 kW Ladesäule, während weiter hinten im Ort wären noch zwei Ladesäulen mit 22 kW. Und als er da schon hing, der Wagen, haben wir gesagt, komm, wir tun ihn nochmal runter und fahren an die andere Ladesäule. Dann haben wir ihn also nochmal wieder abgestöpselt und an die andere Ladesäule rangehängt und da ging dann das Theater eigentlich richtig los. Das war nämlich irgendwie so eine ganz komische Ladesäule. Ich glaube, das waren die von Camping-Ladesäulen oder so. Aber eigentlich waren das 22 kW Lader, also muss es doch für Elektroautos auch sein. Ja, das war natürlich für Elektroautos. Muss ich übrigens ganz leicht verbessern. Es ist eine Ladesäule gewesen mit zwei Ladepunkten. Mit zwei Ladepunkten, hast recht, ja. Genau, eine Säule. Die noch dann einmal gescheit festgeschraubt war. Du bist irgendwie dagegen gekommen und dann haben wir gemeint, die fliegt gleich um. Ja, als sie den Stecker reindrückt haben, dann ja. Ja, genau. Ja, muss man dazu sagen, war schon Vandalismus geschädigt, leider. Genau, das ist ja dazugekommen. Also irgend so ein HSV-Zombie hat gemeint, er muss die Säule da verschönern, da mit der Sprühdose. Und war natürlich super gescheit und hat mit der Sprühdose gleich ein so ein Display übermalt, sodass man da überhaupt nichts mehr drauf gesehen hat. Und ich frage mich immer, Leute, was geht in den Köpfen solche Idioten vor? Das gibt's ja gar nicht, gell? Ja. Ja, aber gehen wir mal davon aus, dass es wirklich Vandalen waren und keine Elektrogegner, denn Elektrogegner. Ja, die haben mit Sicherheit, die sind hochintelligent, die würden sowas eher nicht machen. Geh davon aus, dass es halt Vandalen war. Naja, das war so ein, das kennt man doch da, die Idioten, die da schwarz-weiß-blau überall auf die Elektroverteilerkästen hinsprühen. Und meine, das ist eine tolle Sache, wenn hier überall HSV-Farben sind. Naja, als Chassis ein bisschen, ne? Naja, das ist aber richtig, da. Naja, also, was war das Ende vom Lied? Wir haben es nicht zustande gebracht, dass aus dieser 22 kW Ladestation da irgendwie Strom fließt. Also die Angaben, die da in dem Display zu lesen waren, da konnte man überhaupt nichts irgendwie mit anfangen. Der wollte da irgendwie die ganze Zeit irgendwie, sollte man einen Startzählerstand eingeben und da war da noch irgendwie so ein QR-Code drauf. Und da haben wir ja gehofft, dass wenn man da drauf scannt und auf der Internetseite kommt, dass dann irgendwie dort steht, was man machen soll, aber auch weit gefehlt. Da wurde überhaupt nirgends erklärt, was man jetzt machen könnte. So dass wir dann gesagt haben, okay, wir stöpseln wieder aus und fahren halt wieder zu dem 11 kW Lader bei dem Hotel. Ja, da war es noch nicht so hundertprozentig sicher, ob wir das überhaupt durften. Und das war noch, genau das kam noch dazu, also da hat man die ganze Zeit irgendwie schlechtes Gewissen, dass jetzt gleich der Hotelportier rauskommt und sagt, hey, dürfen wir da nicht laden? Aber das Ding war als öffentliche Ladestation im Internet auf der Karte, die auf der App du da hattest, war es eingezeigt. Und es stand auch an der Ladesäule, stand nichts, dass es nur für Hotelgäste war. Also genau, im Prinzip, also normalerweise, wenn es in der Charge Map zu sehen ist, ist es eine öffentliche. Ja. Aber die Grauzone kennt man natürlich. Ist es auf einem Parkplatz von einem Hotel, ja. Da kann man vielleicht davon ausgehen, und sollte man vielleicht auch einfach mal reingehen und nicht fragen, ob man da laden darf. Genau, und das haben wir ja dann auch gemacht und die wollte ja auch gar kein Geld an der Ladesäule. Das war umsonst. Ja, also es stand da jetzt nicht irgendwie jetzt da, was weiß ich, Kreditkarte halten oder Zahlungsinformationen angeben. Nee, das hast du eingestöpselt und dann ging es los, das Laden. Ja, da haben wir also, was haben wir gekriegt? 60 Kilometer für lau, ne? 60 Kilometer für lau geladen. Das waren genau die 60 Kilometer, die wir brauchten, um zur Solitherme wieder hinzufahren, genau. Und wieder zurück. Bad Davidson, hin und zurück. Ja, das war richtig klasse. Also die Fahrt dorthin und wieder zurück, da bin ja wie gesagt ich gefahren. Und Leute, ich muss sagen, das war wirklich ganz famose Erfahrung für mich. Mit diesem Auto da, mit diesem Antriebskonzept und mit diesem One-Pedal-Driving unterwegs zu sein. Ich muss sagen, das gefällt mir schon. Das gefällt mir wirklich schon. Was mir bei diesem Auto überhaupt nicht gefehlt hat irgendwie, das war die Eigenschaften eines Verbrennungsmotors. Also weder die Geräusche, die man hört, auch wenn sie in
großen, luxuriösen Autos sowieso kaum zu hören sind. Und auch nicht das Geschüttel, nicht das, also die, wie gesagt, alles, was ein Verbrennungsmotor ausmacht, was man eben so mit seinen Sinnen während der Fahrt wahrnimmt, das hat mir da überhaupt nicht gefehlt mit dem ID.4, gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich habe das wirklich genossen, wie, also lautlos ja nicht, aber du hörst ja die Reifenabrollgeräusche, die hört man schon deutlich. Ist jetzt nicht so, dass sie laut sind, aber man nimmt sie wahr. Aber das war auch alles. Das waren wirklich die einzigen Geräusche, die man so während der Fahrt wahrnimmt. Und das war schon klasse. Richtig gut. Ja, ja, gestern hat es ja auch geregnet. Da hört man auch direkt viel intensiver auf dem Fahrzeug. Da hast recht, das war auch aufgefallen. Ja. Naja, das war schon gut. Also das war richtig tolle Erfahrung. Da freue ich mich. Und es bestärkt mich eigentlich nur in meinem Entschluss, dass ich mir über kurz oder lang so ein Auto auch zulegen. Jetzt ist es aber so, dass jetzt mein jetziges Auto, mein Charan, den würde ich jetzt nicht deswegen verkaufen, um mir ein neues Elektroauto zu kaufen. Also den alten, den behalte ich jetzt schon noch so lange, wie es geht. So lange, wie es sich irgendwie rentiert, ihn am Leben zu erhalten. Und in 3 Jahren ist er dann endlich, wie alt ist er? Ich weiß gar nicht, jetzt ist er 14, glaube ich. 2007 ist er gebaut. Jetzt ist er 14, also in 3 Jahren wäre er dann 17 Jahre. Und wenn er je noch so lange durchhält, wovon ich allerdings ausgehe, dann kann ich mir vorstellen, dass ich mir irgendwann dann auch einen Vollstromer zulegen werde als nächstes Auto. Ja, wir hatten es ja gestern kurz angesprochen, dass dir ja der iBus ganz gut gefällt. Der wird mir ganz gut gefallen, richtig. Aber jetzt natürlich, wo man weiß, dass er doch nicht so klein ist, wie man sich vorgestellt hat, sondern eher in die Größe vom T7 wird, da ist er für dich schon fast wieder uninteressant. Ja, wenn das so kommt, also als dieses Konzeptcar vom iBus noch in den Medien war, da hatte ich den Eindruck, der Wagen wird ungefähr so groß wie mein Charan. Und das hätte mir natürlich super in den Kram gepasst. Das hätte mir gut gefallen. Weil so T6 ist mir eigentlich schon wieder zu groß. Der ist mir zu brutal. So gut wie er mir gefällt, der Wagen, aber der ist mir eigentlich zu heftig. So ein großes Auto brauche ich gar nicht. Und ja, aber das muss ich einfach abwarten. Wie wenn der wirklich rauskommt, der iBus. Genau. Er hat ja auch Vorteile, selbst wenn er so groß oder fast so groß wäre wie ein T7. Diese Elektrofahrzeuge haben ja einen unglaublich engen Wendekreis, gell? Ja. Weil du ja diese Antriebe teilweise auf der Achse hast. Das lässt wohl einen wesentlich größeren oder einen geringeren Wenderadius zu. Ja, ja. Aber das sind eigentlich alles so Sachen, die musst du dann einfach auch mal, so ein Ding musst du dann auch mal Probe fahren. Ich kann mir vorstellen, dass du da trotzdem mit so einem iPass ganz gut zurechtkommen würdest. Ja. Aber schauen wir mal. Soll ja nächstes Jahr rauskommen? Da bin ich mal gespannt, ja, was da passiert. Also ich stehe, wie gesagt, so ein Minivan, das ist eigentlich so das Auto, wo ich drauf stehe, wo man einerseits bei Bedarf viele Leute mitnehmen kann, aber dann andererseits natürlich auch Sachen transportieren kann. Nur, dass man Sitze rausnehmen kann und dann eine Ladefläche hat, das gefällt mir schon gut. Ja. Das ist übrigens auch der Grund, warum mir mein alter Charan besser gefällt als sein Nachfolger. Also der 7 Marta gefällt mir wesentlich besser als der 7 Nordpol. Typenbezeichnung. Weil man bei dem neueren Charan, wenn man die Sitze rausnimmt, hat man keinen geraden Boden mehr. Das ist aber bei meinem ist es so und das gefällt mir richtig gut bei meinem. Okay. Und ja, der neue, da sind die Sitze schon wieder in Sitzmulden drin. Ich weiß auch nicht einmal, ob man die überhaupt rausnehmen kann. Du kannst bloß die Sitze umklappen, aber dann hast du ja alles andere als eine gerade Ladefläche. Ja. Und das ist irgendwie schade, dass der Charan-Nachfolger, dass er den 2012 so, ja, das ist irgendwie, sieht er aus wie ein aufgeblasener Touran oder so. Aber das ist irgendwie, an dem Konzept von dem ursprünglichen Charan geht der neue da irgendwie komplett vorbei. Das haben sie irgendwie nicht richtig hinkriegt mit dem Ding, so wie ich das beurteile. Aber ist auch egal. Das, ja, vielleicht überrascht du mich ja mal, indem du mich mal besuchst mit deinem neuen iBus. Ja, ja. In der Zwischenzeit werden wir uns hoffentlich noch öfter sehen. Ne? Mit Sicherheit. Ja. Oh, hoffentlich nicht. Der Segel, der Blöde.
Jetzt hat er wieder angerufen, der will kommen. Schnell mal die Rollläder runter. Evakuiere den Laden, der Plattner kommt aus Stuttgart. Ja, ja, das ist also ist ziemlich Dynamik drin in dem ganzen Thema da, Elektromobilität. Ja, ich schicke dir auch mal ein paar Bilder rein, wenn ich wieder daheim bin, wie so eine Ladestation funktioniert hat. Also die Ladestation, die ich benutzt habe, als ich zu dir gekommen bin, die habe ich ja schon abfotografiert. Auf der Autobahn da, ja. Ja, die kann ich ja mal mit unten reinsetzen. Ja. Das war eigentlich eine ganz tolle Sache, muss ich sagen. Ja. Das war ja auch eins der spannenden Sachen, wie kann ich eigentlich laden, wenn ich mit dem Anhänger unterwegs bin. Ja. Weil du fährst ja in der Regel, das hast du als auch gestern gesehen, ja, rückwärts an die Ladestation ran. Oder vorwärts, je nachdem, ja, ja. Ja klar, wenn du zum Renault Zoe hast oder wie der heißt. Oder ich glaube die Hyundai ist, oder die Kia, die gehen alle vorne die zum Laden. Die laden ja, alle vorne, ja, da musst du halt vorwärts ranfahren. Aber egal, der Hänger ist ja immer irgendwo im Weg, gell? So ist es, ja. Ja, das hat jetzt bei mir allerdings gut geklappt, weil ich ja recht früh unterwegs war und habe somit so gut wie überhaupt keinen Ladeverkehr gehabt, sage ich jetzt mal. Und ja, habe einfach beim ersten Ladestopp, ja, bin ich einfach so quer rangefahren. Das ging dann ganz gut. Ja. Der zweite Ladestopp, da bin ich rückwärts rangefahren, aber über den ja, Fußgängerüberweg mehr oder weniger drüber, ja, im Waschplatzbereich. Was ja eigentlich auch nicht ideal ist, aber es war null los, überhaupt nichts. Da habe ich gedacht, na komm, ja, passt schon. Und der dritte war tatsächlich da in Hildesheim bei euch, oder in der Nähe von euch, ein Ladepark. Ja. Wo du seitlich ranfahren konntest wie beim normalen Tank okay, von Diesel oder Benzin. Also so überdachte Station da? Eine überdachte Station und die Lader fahrst seitlich an. Also das war dann ganz gut. Aber auch da war jetzt nicht viel los. Wäre jetzt da viel los gewesen, dann wäre auch mein Anhänger und da im Weg gewesen. Ja. Ja, weil ja, der, wo hinter mir sich hinstellen hätte können oder wollen, der, ja, hätte mich mit Sicherheit gefragt, ob ich noch ein Stück vor kann. Aber dann wird das Kabel vom Ladepunkt zu kurz, denn die sind nämlich tatsächlich nicht lang. Ja. Also die kannst du nicht so lang rausziehen wie bei einer Tanke mit Benzin oder Diesel. Die kannst du ja dann stellenweise, wenn deine Tanköffnung auf der falschen Seite ist, dann bekommst du da in der Regel vielleicht auch noch rüberzogen. Okay. Aber das geht bei einer Ladestation, bei der elektrischen Ladestation überhaupt nicht. Die sind also gefühlt vielleicht 2,50 Meter lang. Ja. Und dann ist rum, ne? Ja, ist rum. Also da musst du dann ja, schon relativ ja, passend hinfahren. Ja. Und da wäre dann der Hänger wieder im Weg. Also ich habe ja damit gerechnet, dass ich den Hänger abhängen muss. An der Raststätte, ja, an den Parkplatz, rückwärts ran. Ja. Hänger abhängen, sichern und dann zur Ladestation. Ja. Mit dem habe ich fest gerechnet. Ja. Aber ich bin ja auch noch nicht daheim. Ganz ehrlich, ein paar Bilder nachschicken, wo der Hänger ganz und gar nicht zu sehen ist, weil er irgendwo steht. Hey, wo ist mein Hänger? Ja, wenn ich dann in den Nachrichten höre, dass irgendwie ein Hänger mit dem Motorrad alleine auf der Autobahn rollt, dann weiß ich, ich habe nicht gesichert. Naja. Ja. Ja gut, da bin ich halt wirklich Neuling und da muss ich noch ein bisschen ausprobieren mit dem Hänger. Ich bin froh, wenn das Ding wieder daheim ist, weil das ist nicht mein Ziel, mit Motorradanhänger, mein Motorrad in der Gegend rumzufahren. Das ist irgendwie suboptimal. Ja, das ist kacke, gell? Wenn du hockst im Auto und denkst du die ganze Zeit, oh, da könnt ihr jetzt hinter drauf hocken und fahren. Das ist richtig, wobei, ja, es ist tatsächlich so ein bisschen, wenn du im Auto sitzt und es wäre schlecht Wetter, es regnet und du weißt, na gut, jetzt sitzt du halt im Auto, das ist auch eine feine Sache. Ja. Aber man kann meiner Meinung nach nicht wirklich beides optimal miteinander verbinden, weil entweder fährst du Motorrad, genau, oder du fährst Auto. Ja, und ihr kennt uns ja, also wir fahren mit dem wenn wir in Urlaub fahren, irgendwie Motorradurlaub, dann fahren wir mit dem Motorrad dahin. Also wir sind noch nie irgendwie, also wirklich nur in zwei Ausnahmefällen. Das hat der Nobel einmal gemacht, wo er in die Pyrenäen unterwegs war. Das war wohl eine kurzfristige Geschichte, das ging halt zeitlich nicht anders. Und das andere war jetzt das Neue, weil er halt ausprobieren wollte, wie das mit einem Elektroauto mit Anhänger funktioniert. Das kann ich schon auch verstehen. Wenn man da scharf drauf ist, das mal auszuprobieren, dann macht man es halt. Aber die Regel ist das nicht. Wir fahren mit dem Moped dahin, wo wir hinfahren wollen und dann sind wir dann da.
Also das ist auch nicht so meine Welt, mit dem, das Motorrad spazieren zu fahren. In der Urlaub, das ist schön wie. Aber weißt du, was mir auch noch interessieren würde, ja. Was ich gern machen würde, wäre genau das gleiche wie jetzt mit dem Vollstromer, mit dem Fahrzeug ID4 oder ja. iPass, was auch immer dann da ist, ja. Einen schönen richtigen Motorradanhänger, so was vom Louis oder so, was ja. Und speziell fürs Moped macht ist. Hab und, dann hinten ein Elektrobike drauf. das hätte schon auch Stil ein bisschen, ne? Ja, ja. So eine Harley interessiert ja, das sowieso. Ist, also das Thema Elektromotorräder, das ist in der Tat für mich noch nicht so richtig interessant. Nicht, weil mir die Technologie da nicht interessieren tät, sondern weil es einfach nur nicht das Motorrad gibt, wo ich mich auch nur im Entferntesten dafür interessiere tät. Ja. Also das gibt ja schon eine ganze Menge elektrische, da diese ganzen Zero-Dinger und so weiter und die Livewire, hast du ja auch gesagt. Diese Frage der Reichweite und so weiter, das ist alles sekundär für mich erstmal. Ich weiß, dass das noch relativ neue Technologie ist und die Akkus müssen noch leistungsfähiger werden, damit sie noch leichter und mehr Reichweite bringen. Das ist aber alles nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Zero nicht mein Motorrad ist. Weder die Naked noch die, wie sie heißen, der Reisetourer, das ist alles nicht meins. Und da habe ich keinen Bock auf so ein Motorrad, was nicht meint. Ich will auf sowas will ich hocken, wie jetzt drauf hocken. Und bevor es so ein vergleichbares Motorrad wie dieses nicht in elektrisch gibt, ist das ganze Thema für mich nicht interessant. Ganz einfach. Ja, wollen wir mal schauen, was da BMW in die nächsten Jahre bringt. Da habe ich ja irgendwie ein bisschen mitbekommen, dass die in die Richtung gehen. Ja. Enduro oder Enduro-Touro, Groß-Enduro, elektrisch, das wäre natürlich schon nicht schlecht. Ne? Ja. Den Roller, den sie jetzt rausbringen, ja, der ist auch schon sehr futuristisch und innovativ. Ja. Aber da sind wir tatsächlich gegenüber dem Auto mit Sicherheit noch ein paar Jahre hinterher. Ja, ja. Wobei, so wie wir schon richtig festgestellt haben, das ist ja unglaublich, wie schnell das da geht, gell? Brutal, gell? Gerade so die letzten zwei Jahre, was da für ein Drive reinkommen ist in das Thema. Du brauchst ja bloß mal gucken, was jetzt gerade die Chinesen für tausende von neuen Marken aus dem Boden stampfen und jeder kommt mit und die Autos, die sie da bringen, das ist eins geiler bis nächste. Ja. Und die warten natürlich, die scharren natürlich alle mit den Hufe, dass sie mit ihren Autos da Europa beliefern können. Gell? Das ist, ja. Und unsere Hersteller, die sehen das natürlich ganz genau. Die wissen natürlich, wenn die da nicht aufspringen auf diesen Zug, dann ist demnächst irgendwann mal Feierabend hier. Da können sie die Läden zumachen. Bei der VW-ID-Schiene finde ich es ja ganz toll, dass die dieses Chassis ja für mehr oder weniger alle Fahrzeuge dann bereithalten. Ja. Und also das macht schon Sinn. Gell? Aber der iPass, der uns zwar so interessiert, der basiert ja auch auf diesem Chassis. Genau, genau. Naja, das ist ja gerade für einen Autohersteller ist ja das ein sehr interessanter Punkt. Also vor dem Hintergrund der Kosteneffizienz und so weiter. Ja. Dass die sagen, du, ich brauche jetzt bloß nur eine einzige Plattform und mit dieser einen Plattform kann ich alles bauen, was ich machen möchte. Also das gibt denen schon neue Möglichkeiten und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie auch deswegen sagen, ja, komm, wir lassen uns darauf jetzt ein. Erstens mal waren wir ja vor dem Hintergrund der gelben Gefahr. Hätte ich fast gesagt, gar keine andere Wahl haben. Und zweitens gibt es neue Möglichkeiten. Ne? Also wie gesagt, da ist so viel Pfeffer drin in dem Thema. Nicht nur, was jetzt in den letzten Jahren alles schon gebaut wurde, sondern vor allen Dingen, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert und guckt, was so für die nächsten Jahre alles geplant ist. Und das finde ich mega spannend. Das Thema. Das ist wirklich eine super spannende Zeit gerade. Ja. Du hast recht, ja. Du hast vor uns auch elektrisch, ein Hybrid. Ein Hybride. Ein Hybrid, ja.
BMW hat im Moment, glaube ich, bloß den i3 als Vollstromer. Noch? Ja. Das ist in der Tat, BMW war ja, wenn du so willst, von der, nicht nur von den Deutschen, sondern ich glaube auch europäisch gesehen, waren die ja mit die ersten, die... Der i3. Mit dem i3 voll elektrisches Auto auf den Markt gebracht haben. Und dann hast du erstmal eine ganze Zeit lang gar nichts mehr gehört von denen. Da, ja. haben die wie Laden zu, gibt's nicht mehr, ist ausverkauft. Während alle anderen nachgeholt haben. Also ich weiß jetzt nicht, warum, was BMW da jetzt bewogen hat, diesen Vorsprung so herzuschenken, den die gehabt haben. Ja, man weiß es nicht, ob sie ihn hergeschenkt haben. Vielleicht haben sie eine ganz andere Schiene im Köcher im Moment, weißt du? Meinst du, dass die noch kommen mit ihren Trümpf erst? Also wenn BMW war mit dem i3 und dem i8 oder wie er hieß. Aber der i8 ist ja kein reiner elektrischer. Der hat irgendwie. Das war der i3 am Anfang auch nicht. Der i8 hat doch einen Verbrennungsmotor als Range Extender drin, glaube ich. Das war wie beim i3 auch. Ach so. Der i3 hatte den auch drin am Anfang und wurde dann zum Vollstromer auch noch. Den i8 haben sie wieder aus dem Programm genommen. Schade eigentlich. Wo der so geil aussieht, gell? Der war richtig geil ausgesehen. Ja. Aber gut, und das, ich kann mir das nicht vorstellen, dass BMW da irgendwie nichts im Köcher hat. Die müssen irgendeine Strategie verfolgen. Sollen wir mal rufen? Das überleg doch mal. Das kann ja nicht sein. Sicher ein VW, in was für einer kurzen Zeit die diese ID-Schiene da auf den Markt gemacht haben. Ja. Und selbst da bin ich mir nicht sicher, dass das eine kurze Zeit für die war. Vielleicht haben sie in dem Ding die letzten 10 Jahre schon umgebaut. Ja, das muss ich sowieso denken. Also ein Auto zu konstruieren und marktreif zur Marktreife zu bringen, sowas dauert 5 bis 7 Jahre, sagt man immer. Ja. Das heißt also, alle Autos, die jetzt zurzeit auf den Markt kommen und zum Kaufen sind, da haben die vor 7 Jahren schon angefangen, sich Gedanken zu drüber machen. Also zu einer Zeit, wo du und ich das Thema Elektromobilität noch gar nicht so richtig auf dem Zettel gehabt haben. Ja, das ist so ein Auto wie der EQS oder so, den baust du ja nicht von heute auf morgen. Da? Ja gut, Mercedes hat da mit Sicherheit schon richtig lange eben. An der Sache war da schon Schrauben. Genau, das will er ja damit sagen, dass die alle dieses Thema schon lange auf dem Zettel haben und auch Autos konstruieren und so weiter. Aber die kommen dann halt irgendwann mal damit um die Ecke mit dem Auto und in der Zwischenzeit denkt sich jeder, oh, die machen ja nichts und die sind ja viel zu langsam und was weiß ich. So wie es gerade bei BMW ist, und ich kann mir das nicht vorstellen. Eine Automarke wie BMW, das sieht Elektrozeit, die eigentlich als erster so einen reinen Stromer auf den Markt brachte. Und ich spreche da nicht von einem E-Golf oder so, das ja eigentlich ein umgebauter Verbrennungswagen ist. Ja. Sondern die haben das ja am Anfang rausgebracht und dann hört man plötzlich nichts mehr. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Nicht ums Verrecken. Ja. Naja, also wie gesagt, spannendes Thema. Da ist ein Haufen Dynamik drin zurzeit. Und ich bin ja mal gespannt, ob es im Bereich Motorrad, ob das dann auch irgendwann mal so eine Dynamik aufnimmt. Aber wie gesagt, das hängt natürlich auch mit der Leistungsfähigkeit der zur Verfügung stehenden Batterien zusammen. Das ist mir vollkommen klar. Und beim Motorrad oder im Vergleich zum Auto willst du aber schon mit dem Motorrad eine relativ hohe Reichweite haben. Beim Auto, da kommt man mit einer Reichweite von 350, 400, 450 Kilometer, kommst du klar im Alltag. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Aber beim Motorrad musst du 300 Kilometer Reichweite haben, damit du vernünftige Tour. Keiner stellt sich doch bei einer Motorradtour hin und für 4 Stunden oder 5 Stunden und lädt sein Motorrad erstmal auf. Also das Motorrad muss eine Tagestour können. Und so eine Tagestour ist plus minus 300 Kilometer lang. Und bevor elektrische Motorräder keine 300 Kilometer schaffen, ist dieses Thema elektrisches Motorrad völlig uninteressant. Keiner fährt mit dem Motorrad einfach so in der Stadt hin und her ein paar Kilometer. Du hast ja dein Motorrad, um damit Touren zu fahren. Ja, wir haben das. Aber es gibt ja auch viele, für dieses Motorrad Bewegungsmittel in der Stadt ist. Echt, solche gibt es auch? Ja, solche gibt es auch. Und klar, wir sehen das anders. Da hast du vollkommen recht, 300 Kilometer. Ja. Wäre schon traumhaft, wenn es das gäbe, Dad. Ja. Da bin ich mir fast sicher. Da wäre ich wieder der Nächste, wo bei dir klingelt. Sag doch mal. Ich habe erst einmal laden müssen unterwegs. Zweimal. Zweimal. Ah, ja. Das wär
das wäre natürlich schon eine geile Sache. Meine Herren, du. Das ist genau der Punkt. Ja, das Motorrad muss heute so viel Reichweite haben, wie praktisch Elektroauto jetzt schon hat. Ja, beim Auto, da kommt man irgendwie damit klar. Ja, das, irgendwie geht es schon, aber Motorrad, da ist es ein Muss. Ein Motorrad, was bloß 100 Kilometer kann, das ist ein No-Go. Ja, was will ich mit einem Motorrad, was bloß 100 Kilometer Reichweite hat? Das geht gar nicht. Das ist rausgeschmissenes Geld. Also ich meine, so geil. Für uns Tourer natürlich. Ja. Aber für den Stadtmotorradfahrer sind 100 Kilometer ausreichend. Der sagt, ich bin heute Abend eh wieder daheim. Hänge das Ding irgendwie ran, für die es ranhängen können. Ja, ah, da gebe ich dir natürlich recht, aber da sehe ich dann eher so Großrollerfahrer oder so in der Stadt. Ich meine jetzt ehrlich, wie viele Leute kaufen sich denn jetzt mal prozentual gesehen ein großes Motorrad und fahren damit bloß in der Stadt rum? Gibt's natürlich auch, das ist mir schon klar, aber das sind doch garantiert die wenigsten. Ja, da hast du wohl recht. Aber ich sehe eigentlich die Elektromobilität beim Zweirad grundsätzlich erstmal für alle, auch für die Rollerfahrer. Ja. Das stimmt, ja. Aber wir sind natürlich, ja, mit als Tour, oder hast du vollkommen recht, wer will denn da nach 150 Kilometer irgendwie wieder einen Ladepunkt ansteuern und dann bei 32 Grad mit dem Motorradklamotten daneben hoch und warten, bis es sinnvoll ist. Oh, ey, das will keiner. Keine Sau will das. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und dann mit den geringen Ladeleistungen, was machen denn Motorräder? Haben die überhaupt 22 kW oder gehen die alle bloß mit 11 kW? Ich weiß gar nicht. Ja, das kann ich tatsächlich jetzt auch nicht sagen. Da habe ich mich so noch nicht dafür interessiert. Das, was ich mal nachgeschaut habe, ist, ob die überhaupt auch mit diesen Ladekabeln vom Auto auszuladen sind. Ja. Oder ja, sogar eventuell mit dem CCS-Stecker, also der ganz große. Ja. Bei dem brauchst du sowieso bloß für Schnellladen. Für Schnelllade, ja. Ist das dann, CCS ist dann Gleichstrom, ne? Ja, und ich glaube ab 50 Kilowatt müsste es liegen, ab 50 kW aufwärts. Und die anderen sind ja die Mo2-Stecker, die Standardstecker mehr oder weniger. Ja. Jetzt momentan. Naja, also da ist auch noch eine Menge zu tun und das wird wahrscheinlich auch erst dann interessant werden, wenn es irgendwie mal neue Batteriegenerationen, neue Akkugenerationen geben wird. Also Stichwort Feststoffbatterie und solche Sachen. Oder Eisen, Luft, ich weiß gar nicht, wie die Dinger alle heißen, keine Ahnung. Sprich, also die Energiedichte muss höher werden, damit bei geringerem Akkugewicht größere Reichweite möglich ist. So. Ja? Jetzt. Und das ist halt momentan noch nicht so, dass es für Motorräder irgendwie interessant wäre aus meiner Sicht, sondern halt gerade für Autos geht es halt gerade los. Das ist halt, ja, wie groß ist der Akku in deinem ID4? Was ist 700 Kilo oder was wiegt das Ding? Ich glaube, so viel hat er nicht. Da habe ich irgendwas gehört von 600 Kilo. Ja, gut, arg ja, für okay. Wenig. Ist ja. Es nicht arg für wenig. Ja. Ist natürlich schon ein Brett. Das ist ein Brett. Auf der anderen Seite muss man aber ganz klar sagen, fehlen auch andere Aggregate dafür, wie Getriebe ja, und die Sachen. Der Motor wiegt ja gar nicht arg viel, der ist so groß wie ein Rucksack, hat er uns gezeigt, ja. In Dresden. Ja. Also da sparst du auf der anderen Seite natürlich wieder ein Gewicht. Das ist schon klar, aber was wiegt so ein klassischer Verbrennungsmotor, so 250 Kilo bestimmt, oder? Oh, das denke ich schon, ja. Müsste ich schätzen, ich denke auch. Und Getriebe, also wie gesagt, es fällt ein Haufen weg, das ist richtig, ja. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf bei einem batterieelektrischen Auto, ist ja das erstmal grundsätzlich kein Nachteil, wenn du große Masse dabei hast an Akku jetzt und alles mögliche, weil die kannst du ja zum Rekuperieren benutzen. Also je mehr Masse, kinetische Energie unterwegs ist, desto mehr kriegst du beim Rekuperieren wieder zurück. So, das ist genau das, was ich beim Ding ja versucht habe rauszufinden, beim Anhängerfahren. Ja. Rekuperiert der ID4 oder überhaupt ein Elektrofahrzeug mehr, wenn du mit dem Anhänger fährst? Ja. Also geht er da mehr in Kilowatt minus oder
Was macht er da? Ja, das ist also in erster Linie, würde ich mal sagen, eine Frage, ob der Anhänger gebremst ist oder nicht. Also bremst er mit, dann hätte ich gesagt, er rekuperiert eher tendenziell weniger. Wenn der Anhänger mitbremst? Wenn der Anhänger mitbremst. Ja, und wenn er schiebt, wenn er dagegen schiebt, so wie der, den du jetzt dabei hast, dann würde ich sagen, hast du mehr Masse, die zum Rekuperieren genutzt werden kann. Also hätte ich gesagt, er rekuperiert mehr. Also das denke ich auch, und das hat tatsächlich der Tourguide-Ingenieur in Dresden, das war eine Frage zum Schluss noch, konnte man ein paar Fragen stellen. Ja. Und das war meine Frage, ob der die ID-Familie hier mehr kooperiert, wenn er mit Anhänger gefahren wird. Und das wusste er tatsächlich auch nicht. Da war er ein bisschen überrascht, dass so eine Frage gestellt wird, weil so mit Anhänger, Elektroauto und Anhänger, das passt ja jetzt erstmal irgendwie nicht so, aber es ist ein normales Auto, also und ich bekomme es mit Anhänger. Mit Anhängerkupplung, also warum? Da soll ich solche Frage nicht stellen. Ja, und das wusste er nicht, und er hat bloß sich überlegt und hat dann ist auf denselben Standpunkt. Es müsste eigentlich mehr rekuperieren. Okay. Ja, das ist ja auch, als ich gefahren bin gestern mit einem Auto, habe ich mal so ein bisschen drauf geschaut, was der Wagen so verbraucht und was beim Rekuperieren wieder zurückfließt und was beim Beschleunigen verbraucht wird. Das habe ich mir so ein bisschen interessiert angeguckt. Dabei habe ich dann schon festgestellt, wenn man mal ein bisschen reindruckt und ein bisschen laufen lässt, dann geht es schon mal Luft bis auf so 80 bis 100 Kilowattstunden auf 100, was da mal geschwind weggehen, gell? Ja. Und beim Rekuperieren war der höchste Wert, den ich so festgestellt habe, waren so knapp 60. 60 Kilowatt minus, oder? Ja, genau. Also da mit drauf guckt, vielleicht wenn man schneller fährt und länger runterbremst, wird es vielleicht ein bisschen mehr, aber was ich so auf der Überlandfahrt so festgestellt habe, war 60 so der höchste Wert mal. Und der Verbrauch, der absolute, das waren ja 2x30 Kilometer, sprich 60 Kilometer bin ich gefahren, und in diesen 60 Kilometern hatte ich ein Verbrauch von 17, ne? 17 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Genau, 17,1 so wie mit der. Und da war ich also schon sehr angenehm, sehr positiv erstaunt, weil ich habe gedacht, der braucht mindestens 20 Euse, 20, 22 der Karre. Und dass ich den jetzt mit meiner normalen, also ich bin jetzt eigentlich so gefahren, wie ich immer gefahren bin, oder wie, also jetzt nicht, ich halte mich in zum überwiegenden Teil an die Geschwindigkeitsbeschränkung und guck, dass es nicht übertreibt. Und ihr kennt mich ja, wie ich fahre, also so wie ich halt normal immer fahre. Nicht immer Engel, manchmal auch ein bisschen schneller als erlaubt, aber überwiegend im Rahmen des Erlaubten. Und wenn ich den ID4 mit dieser Fahrweise bewege, dann brauche ich da bloß 17 Kilowattstunden. Das war jetzt nicht, dass ich einschlafe wäre unterwegs, sondern das ist ein ganz normaler mein Fahrstil. Heute war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich bin ja fast nur Autobahn bis jetzt mit dem gefahren. Ja. Und ich glaube, du hast gesehen, es waren auch ein bisschen über 21 Kilowatt mein Durchschnitt. Ja. Aber es ist ja so, dass das Elektroauto ja in der Stadt weniger braucht wie auf der Autobahn, also genau andersrum. So ist es, ja, weil du rekuperierst in der Stadt, während auf der Autobahn nichts rekuperiert wird, ja. Genau, und man fährt dann auf der Autobahn tatsächlich in einem Bereich, Geschwindigkeitsbereich, wo der Luftwiderstand dazu beiträgt, dass halt dein Verbrauch exorbitant steigt. Ja, das ist in der Tat auch eine, wahrscheinlich die positive Nachricht, dass es jetzt plötzlich Autos gibt, die in der Stadt plötzlich weniger brauchen wie über Land. Beim Verbrenner ist es ja genau andersrum. Ja. Und das wiederum macht natürlich die Entscheidung einfach, wenn ich sage, ja, ich brauche jetzt ein neues Auto, dann überlege ich mir erstmal, ja, wo will ich damit überhaupt fahren? Wo will ich damit hin? Brauche ich ein Auto, damit ich jeden Tag durch die Stadt auf die Arbeit fahre und wieder zurück? Ja, dann ist natürlich die Elektro-Variante die bessere Alternative. Und wenn ich sage, ja, ich bin aber irgendwie Außendienstvertreter oder so und ich fahre, was weiß ich, meine 10.000 Kilometer im Monat, ja, dann ist wahrscheinlich immer noch der Diesel die gescheitere Variante momentan. Wobei ich davon überzeugt bin, dass sich das auch irgendwann legen wird.